So, Frau Professor Schweiger, Professor Zepp, meine Damen und Herren, mein Name ist Junginger und im Namen der Medizinischen Gesellschaft und auch der Akademie für ärztliche Fortbildung in Rheinland-Pfalz begrüße ich Sie zu unserem heutigen Abend. Wenn ich in die Runde schaue, gibt es viele bekannte Gesichter, es gibt aber auch ein neues Gesicht. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Professor Schweiger, die auch Mitglied unserer Gesellschaft geworden ist und die heute sich bereit erklärt hat, über ihre Forschungsergebnisse zu referieren. Humangenetik oder Genetik wird ja immer interessanter, immer umfangreicher. Und was ist für den Menschen nun wichtig? Ich glaube, da kriegen wir heute so einen kleinen Einblick. Moderiert wird der Abend von Professor Zepp, ein bekanntes Gesicht, ein Mainzer Gesicht. Und ich habe so den Eindruck, er verwurzelt sich immer weiter in diesem Mainzer Boden und wird immer größer und mächtiger. Und von der Ausbildung haben Sie ja, Sie kennen ihn, er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Er hat hier in Mainz studiert, sich promoviert, habilitiert und hat es dann eigentlich bis an die Spitze geschafft. Er war 3 Jahre Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Nicht genug damit. Er war Prodekan, was zeigt, dass er eben wissenschaftliche Schwerpunkte hat. Und er sitzt im wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer. Das sind alles Kriterien für ein arbeitsreiches Leben und die Früchte eines arbeitsreichen Lebens. Ein gewisser Höhepunkt und Gipfel Ihres Wirkens war sicher der letzte Dezember, als das Haus McDonald House eingeweiht wurde. Da hat sich die Kinderklinik gewissermaßen noch mal erweitert, um ein neues Terrain zu erarbeiten im Sinne von den Eltern, schwerkranken Kindern, ein Zuhause, ein vorübergehendes Haus zu Hause zu bieten. Ich denke, das war ein ganz gutes, menschliches Anliegen von Ihnen, das Sie da verwirklicht haben und sicher auch eine tiefe Wurzel, die Sie damit in die Mainzer Erde geschlagen haben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das gemacht haben und in unserer Fakultät, Fachbereich wirken. Und nun würde ich gerne Ihnen den Abend übergeben. Tut mir's gleich. Ja, lieber Herr Junginger, ganz herzlichen Dank für diese überaus freundliche Einleitung. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Guten Abend, liebe Frau Professor Schweiger. Ich weiß nicht ganz sicher, was er jetzt gemeint hat mit Wurzeln schlagen, aber ich bin gerne in Mainz und schätze das Leben hier in der Stadt und die Menschen, die hier leben. Also insofern lohnt es sich eigentlich, hier Wurzeln zu schlagen. Aber darüber wollten wir heute Abend nicht sprechen. Wir sprechen über Humangenetik. Und ich habe mich richtig gefreut und es ist auch eine große Ehre, als Herr Junginger und Frau Schweiger mich angesprochen haben, ob ich den Abend moderiere. Menschen denken, warum denn der Kinderarzt? Aber es ist in der Tat so, es gibt wahrscheinlich in der Medizin keine Disziplinen, die enger verwandt und enger verknüpft und enger aneinander sich hervorentwickelt haben, wie die Kinderheilkunde und die Humangenetik. Beides sind sehr junge Disziplinen, die Kinderheilkunde vielleicht 200 Jahre, so Anfang des 19. Jahrhunderts, 1823, 1844 gab es die ersten Kinderkliniken in Deutschland. Und wir erinnern uns an so Schulzeit zurück. Die Message wird sein, eigentlich sind alle Humangenetiker Kinderärzte, Ärztinnen. Aber ich will sagen, der erste Humangenetiker ist ja ein Pastor gewesen. Also das haben wir alle in der Schule gehabt. Wir gehen zurück zu Mendel, der das mit den bunten Blüten gemacht hat. Und ist uns eigentlich bewusst, dass das keine 150 Jahre her ist. Also so jung oder so alt ist die Humangenetik. Und es hat im Prinzip dann tatsächlich lange, lange gebraucht, bis in die frühe, oder 1944, bis Avery im Prinzip faktisch die DNA als Überträgerin der Erbinformation und dann knapp zehn Jahre später Watson-Crick dann das DNA-Modell erläutert haben. Das heißt, das ist wirklich eine Wissenschaft der Neuzeit. Und das Spannende ist, die ersten Genetiker, das war Legend, wir haben gerade darüber gesprochen, das ist ein Kinderarzt gewesen, der hat nämlich dann die Trisomie 21, also eine genetisch determinierte Erkrankung, beschrieben. Und warum dann, sage ich mal, ist die Humangenetik, aber auch die Kinderheilkunde zur Höchstform aufgelaufen? Das konnten wir eigentlich nur, weil wir zusammengearbeitet haben. Die Humangenetik hat uns Kinderärzten die Mittel in die Hand gegeben, Krankheiten zu verstehen, den Hintergrund, die Ursache einer Krankheit zu erkennen.
Und ich sag mal, das ist bis heute so gewesen. Damals waren es Chromosomen, dann sind die ersten Mutationen etwa, Deletionen, 10, Gridischat war das erste, sage ich mal, Deletionskrankheitsbild, das beschrieben wurde. Heute ist es so, dass die Genetiker gewissermaßen an einem Tag das gesamte menschliche Genom kartieren können. Und wir sind bei der Diagnose. Das Problem, das wir haben, glaube ich, beide Disziplinen ist, je mehr wir wissen, umso schwieriger wird es zu verstehen, was wir wissen. Denn die viele Information, die uns die Genetik liefert, die muss ja in etwas Sinnvolles für den Patienten oder für die Menschen überhaupt umgesetzt werden. Ich in der Kinderheilkunde, wir haben ja eben viel zu tun mit den genetisch determinierten angeborenen Erkrankungen. Die manifestieren sich halt im frühen Kindes- und Jugendalter. Und es ist heute so, dass, wenn wir in die Datenbank schauen, pro Tag, jeden Tag diesen Jahres, seit den letzten 20 Jahren etwa, 2 neue genetische Merkmale krankheitsbezogen erkannt werden. Und ich fürchte, dass die Dynamik noch schneller werden wird. Das wird dramatisch zunehmen. Das heißt, wir können es diagnostizieren. Und lange Zeit haben wir gesagt, natürlich ist Diagnostizieren auch schon von Wert. Aber viel haben die Menschen diskutiert, wenn ich das jetzt weiß, ist das dann von Wert für den Menschen? Und ich glaube, das ist das, was wir heute erfahren wollen. Es geht um das Verstehen, wie aus dem genetischen Bauplan eines Menschen in der Interaktion mit der Umwelt Gesundheit oder Krankheit entstehen kann. Und wenn dem so ist, zu lernen, warum es passiert. Denn aus dem Lernen, warum es passiert, können wir dann hoffentlich in vielen Fällen therapeutische Konzepte entwickeln. Ich bin sicher, Humangenetik und Pädiatrie werden noch lange erfolgreich zusammenarbeiten. Ich freue mich besonders, Ihnen heute Frau Professor Susan Schweiger vorzustellen. Sie hatte großen Teil ihrer Laufbahn am Max-Planck-Institut für Molekulargenetik in Berlin gearbeitet, extrem erfolgreich dort eine Forschungsgruppe auch geleitet, war dann 5 Jahre in Schottland, in Dundee, auch ganz interessant, hat dort auch molekulare Medizin und Onkologie betrieben, sich mit kindlichen Erkrankungen, aber, und ich erwarte mal, dass wir das heute auch hören, auch mit Erkrankungen des Erwachsenenalters und des Alters überhaupt beschäftigt und ist dann seit September letzten Jahres hier bei uns in es ist schon 2014. Ich will es nicht wahrhaben, Frau Schweiger, aber die Zeit entrinnt mir auch. Also, seit September 2012 ist Frau Schweiger hier in die Position der Leitung des Instituts für Humangenetik getreten. Die deutsche Humangenetik, eine junge Disziplin, wenn überhaupt. 1987, glaube ich, wurde die Gesellschaft erst gegründet, wie ich nachgelesen habe. Sie sehen also, das ist ganz an der Front moderner Forschung und Wissenschaft. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute hier sind, um uns zu erläutern, wie wir von der Diagnostik zur Therapie kommen. Ganz herzlichen Dank. So. Okay. Danke. Ja, Herr Professor Zepp, vielen Dank für diese wirklich gelungene und sehr liebevolle Einführung, auch liebevoll im Sinn des Faches Humangenetik, das, wie Sie ja gehört haben, noch ein relativ junges Fach ist. Ich möchte Ihnen heute Abend ein bisschen vorstellen, was wir in unserem Alltag machen, was für Patienten wir sehen. Es ist ja ein Fach zwischen Klinik und Theorie. Das heißt, wir haben einen starken klinischen Teil und wir haben aber auch einen starken Teil in der Diagnostik. Dazu möchte ich Ihnen zuerst mal das Team im Institut vorstellen, dann anhand von 2 Fallbeispielen eigentlich so rausgepickt, was wir so sehen in unserem klinischen Alltag, was die Patienten bewegt, die uns aufsuchen, und möchte Ihnen dann eben auch eine Perspektive aufzeichnen, wie wir doch schwere Erkrankungen, die genetisch determiniert sind, auch in der Zukunft therapeutisch vielleicht in den Griff kriegen können. Zunächst mal, das sind wir. Wir haben natürlich auch noch ganz viele tolle junge Leute bei uns im Institut, die mit uns zusammenarbeiten und den Großteil der Arbeit stemmen. Das ist der Professor Bartsch, der ist der Leiter der genetischen Beratungsstelle. Der Kliniker unter uns, der ist auch, wie der Professor Zepp gesagt hat, der ist auch Pädiater. Also das passt ja sehr gut. Ich bin auch Ärztin und sehe auch Patienten, aber die Hauptverantwortung trägt doch der Professor Bartsch bei uns. Das ist die Frau Bayer,
die macht die Zytogenetik, also die guckt sich die Chromosomen genauer an. Und der Dr. Zechner, der für die eigentliche Gendiagnostik verantwortlich ist. Anfangen möchte ich zunächst auch mal Ihnen zu zeigen, was wir so für Patienten in unserem Alltag sehen. Das mache ich dann auch immer ganz gerne in den Seminaren mit den Studenten. Das ist dann so ein bisschen Ratestunde und wir sind dann immer erstaunt, was wir doch zusammen erarbeiten können. Wir sehen Risikoschwangere. Das heißt also Frauen, die älter sind, Frauen, die ein genetisches Risiko tragen, Frauen oder Schwangerschaften mit Vätern, die ein genetisches Risiko tragen, machen da eine entsprechende Beratung. Wir sehen aber auch Schwangere, die ganz überraschend pathologischen Ultraschallbefund bekommen. Da arbeiten wir sehr, sehr eng mit der Abteilung Pränatalmedizin in der Frauenklinik hier in Mainz zusammen. Wir sehen Paare auch mit ein bisschen dem Gegenteil, dem unerfüllten Kinderwunsch, ist ja auch ein sehr großer Leidensdruck, arbeiten da auch sehr eng mit dem Kinderwunschzentrum hier in Mainz zusammen. Wir beraten aber auch zum Beispiel bei Medikamenteneinnahme, bei Schwangerschaft oder bei Kinderwunsch. Epilepsie zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Thema da, wo Frauen behandelt werden müssen und wo oft die Medikation, die benutzt werden muss, auch, wir nennen das teratogene Effekte haben kann, also schädigend für das Kind sein können. Wir haben natürlich Familien mit Erbkrankheiten aller Art. Wir haben aber auch Familien mit familiär gehäuften Auftreten von Krebserkrankungen oder von familiär gehäuften Auftreten von neurodegenerativen Erkrankungen. Und ein ganz großer Teil meiner und von Herrn Professor Bartsch insbesondere Zeit geht damit sozusagen in den Tag, in dem wir eine diagnostische Mitbeurteilung von Kindern mit unklaren Behinderungen anbieten und machen. Und da arbeiten wir eben auch sehr eng mit der Kinderklinik zusammen. Wir gehen da auch zu Konsilen, gucken uns ein Kind an und diskutieren das dann mit den Kollegen. Ein Mädchen, das ich eigentlich vor gar nicht allzu langer Zeit in meiner Sprechstunde gesehen habe, möchte ich Ihnen hier vorstellen. Ein 12-jähriges Mädchen mit diesem Stammbaum. Wir Humangenetiker stehen natürlich sehr auf Stammbäume, ne? Das ist so unser Handwerkszeug. Ein Rechteck ist immer eine männliche Person, ein Kreis ist eine weibliche Person. Dieses hier ist ein Ehepaar und da sind die daraus entstehenden Kinder. Was man hier sieht, ist eine Familie mit einer Verwandtschaftsbeziehung, also Konsanguinität. Ist eine Familie aus dem Libanon, wo das eben durchaus in diesem Kulturkreis üblich ist, dass innerhalb der Familie geheiratet wird. In dem Fall sind die recht eng miteinander verwandt, Cousin und Cousine. Das ist auch etwas, was wir oft in unserer Beratung sehen, entweder bevor überhaupt Kinder entstehen oder eben auch Familien mit behinderten Kindern, wo wir dann eine Diagnostik anbieten. Die Schwangerschaft und Geburt war problemlos. Mit 11 Monaten lernte das Mädchen das freie Laufen, war aber schon damals relativ unsicher. Mit 18 Monaten entwickelten sich erstmals Zeichen von Spastik, also von Muskelverspannungen, zunächst in den Beinen. Mit etwa 2,5 Jahren konnte sie dann kaum noch frei laufen. Die geistige und die sprachliche Entwicklung war aber ohne pathologischen Befund, also normal. Mit 7 Jahren, also es war dann ein schleichender Prozess, die Spastik verstärkte sich in den unteren Extremitäten. Sie entwickelte eine ziemlich schlechte Rumpfkontrolle, es fielen Schluckstörungen auf, es entstanden erste Sprachschwierigkeiten und das Laufen war nur noch mit deutlicher Unterstützung möglich. Heute, als ich sie eben gesehen habe, also nicht heute, sondern jetzt, heute, ist sie an den Rollstuhl gebunden, sie ist urininkontinent, sie hat jetzt Spastik auch in den Armen und Händen, sie hat erhebliche Schluckstörungen und verständliches Sprechen ist unmöglich. Nun, wie gesagt, es ist eigentlich
solche Kinder sehen wir relativ oft, solche mit ähnlichen oder anderen Symptomen, wo dann oft schon eine Odyssee durch die ganzen Ärzteinstanzen, dieses Mädchen wurde schon verschiedensten Ärzten im Libanon und in USA vorgestellt und es kam eigentlich immer jeder mit einer anderen Diagnose und die Familie war sehr verzweifelt. Wir haben also dann im Mai 2013 wurde sie eben bei uns vorgestellt und wir haben dann eine Diagnostik durchgeführt mit den neuesten Sequenzierverfahren. Die Humangenetik ist ja ein Feld, das sich unglaublich schnell entwickelt und auch sehr schnell erweitert mit den 2 Gendefekten pro Tag. Wir gehen mal davon aus, dass sich das immer weiter vermehrt, weil auch die Diagnostikverfahren immer besser werden. Dieses hier ist unsere Maschine, um diese Sequenzierung, also um uns die Gene genau anzugucken. Und was damit möglich ist, ist, dass früher hat man immer Gen für Gen sich angeguckt, also ein Gen nach dem anderen. Heute mit dieser Maschine ist es möglich geworden, viele Gene gleichzeitig zu sequenzieren und sich anzugucken. Der Professor Zepp hat ja schon gesagt, wir können mittlerweile an einem einzigen Tag das gesamte Genom sequenzieren. Was wir machen ist, wir haben ein sogenanntes Panel, also eine Gruppe, eine Auswahl von Genen getroffen. Das sind 1200 Gene etwa, von denen alle nachgewiesen worden sind, dass sie im Nervensystem eine wichtige Rolle spielen. Das Ganze dauert ungefähr 2 Tage mit dieser Maschine, bis die alle durchsequenziert sind und dann vor allem auch ausgewertet. Denn es ist, wie auch der Professor Zepp schon gesagt hat, eine sehr große Datenmenge und man muss ja dann auch erstmal was Sinnvolles aus diesen Daten machen. Was wir bei diesem Mädchen dann gefunden haben, ist eine, wir nennen das homozygote Mutation, da komme ich nachher noch drauf, in diesem sogenannten ALS2-Gen und haben damit die Diagnose gestellt der infantilen aszendierenden hereditären spastischen Paralyse, heißt übersetzt die Spastik eben und die Paralyse, die Lähmung, die dazukommt. Das ist vielleicht ein Gesicht, das Sie kennen, Stephen Hawking, einer der berühmtesten zeitgenössischen theoretischen Physiker, sitzt seit 1969 im Rollstuhl, kommuniziert über einen Sprachcomputer und hat auch eine Mutation in demselben Gen. Das heißt, die Krankheiten ähneln sich von diesem 12-jährigen Mädchen und diesem Harvard-Physikprofessor. Cambridge und Harvard, ja, stimmt. Also er ist ursprünglich in Cambridge gewesen, unterrichtet aber sehr viel in Harvard. Ja, richtig. Was? Was man also dazu sagen kann, ist, jetzt irgendwie fehlt mir ein Bild. Ach so, ja, genau. Das Krankheitsbild hat somit also zumindest mal einen Namen. Wir denken, dass das schon ein Fortschritt ist, weil das natürlich schon die Arzt-Odyssee von diesem Mädchen und von dieser Familie jetzt erstmal beendet. Wir wissen auch eine ungefähre Prognose. Wir wissen zum Beispiel, dass die Erkrankung die Atemmuskulatur nicht beeinträchtigt. Das heißt, das Kind wird an der Erkrankung nicht sterben. Das ist eine ganz große Sorge der Eltern oder der Mutter gewesen, wenn das also die Muskulatur aufsteigend betrifft, dass dann eben das Kind irgendwann an einer Atemlähmung erstickt. Wir wissen auch, und das ist eigentlich fast noch wichtiger, aus dem Beispiel Stephen Hawking, dass es die geistige Entwicklung und die geistige Fähigkeiten nicht betrifft. Das heißt, das Kind entwickelt sich geistig normal. Das führt jetzt dazu, dass sie wird im SPZ in Wiesbaden betreut, dass die betreuende Kinderärztin aktiv auf die Schule zugehen kann. Bisher wurde sie nämlich in einer Schule für geistig Behinderte beschult, weil eben die Sprachfähigkeit nicht da war und immer weiter zurückgegangen ist. Wir wissen eben jetzt, dass die geistige Entwicklung ganz normal ist. Sie wird einen Sprachcomputer bekommen und kann dann auf einer Schule für körperlich Behinderte mit dem normalen Lernstoff konfrontiert werden.
Und wir wissen auch, dass das Wiederholungsrisiko für dieses Elternpaar, wenn die nochmal ein Kind haben wollten, bei 25% liegt. Zu dem Erbgang komme ich später noch. Ist es in diesem Fall nämlich nicht so wichtig, weil die Eltern sich getrennt haben. Mit neuen Partnern haben sie eigentlich kein erhöhtes Risiko, dass nochmal so etwas passiert. Die Take-Home-Message aus diesem Fallbeispiel ist, dass die neue Diagnostikverfahren die Humangenetik revolutionieren. Ohne dieses Parallel-Sequenzierverfahren hätte es uns sicherlich viel mehr Zeit gekostet, um zu der Diagnose zu kommen. Man hätte klinisch gleich dieses Krankheitsbild ganz vielen verschiedenen Krankheiten, sodass man sich da durch diese einzelnen Gene erstmal hätte wühlen müssen. Die Interpretation der Ergebnisse, das hat auch der Professor Zepp schon sehr schön gesagt, ist eine Herausforderung, weil Sie können sich vorstellen, dass wirklich unendliche Datenmengen daraus entstehen. Und wir müssen erst mal gucken, was jetzt wirklich zur Krankheit führt und was eigentlich nur eine normale Variante ist. Und die Krankenkassen kommen gar nicht mit der Entwicklung der Diagnostik in der Humangenetik. Die Kostenfrage und die Abrechnung ist nach wie vor nicht geklärt, muss schnellstmöglich diskutiert werden. Nach diesem Fall möchte ich Ihnen eine zweite Familie vorstellen, die auch kürzlich bei uns in der Beratung waren. Also das sind schon Familien, die aus unserem Alltag kommen. Das ist die kleine Alina, die eben im Mai 2011 geboren wurde, im Januar 2013 verstorben ist, also nicht alt geworden ist. Zur Anamnese lässt sich sagen, in der Schwangerschaft fielen schon die fehlenden Kindsbewegungen auf. Nach der Geburt fiel auf, dass der Muskeltonus, also die Spannung der Muskulatur, deutlich reduziert war. Ich habe hier mal so ein Bild von so einem Floppy Infant, wie das genannt wird, mitgebracht, wo die Muskulatur einfach sehr schwach ist. Die Kinder haben Schwierigkeiten, überhaupt den Kopf zu heben. Wir haben eine molekulargenetische Diagnostik aufgrund einer Verdachtsdiagnose durchgeführt. Da war das jetzt nicht nötig, 1200 Gene durchzusequenzieren, weil das Krankheitsbild eigentlich relativ eindeutig ist. Und wir haben die Diagnose spinale Muskelatrophie Typ 1 gestellt. Was ist das? Die spinale Muskelatrophie ist eine Erkrankung des Nerven, der die Muskelzelle aktiviert oder innerviert. Wir nennen es Motoneuron, hier ist defekt. Was passiert dann? Die Muskelzellen werden nicht innerviert und sterben ab. Und damit erklären sich auch die fehlenden intrauterinen Kindsbewegungen. Damit erklärt sich dann auch dieser fehlende oder sehr schwache Muskeltonus. Das Sitzen wird bei dieser Stufe Typ 1 in der Regel nicht erlernt und es kommt zum frühen Tod durch eben eine Lähmung der Atemmuskulatur. Das ist natürlich für eine Familie ein sehr, sehr großer Schlag, so ein Kind auch durch diese ganz schwere Zeit hindurch zu begleiten. Was wir dann eben durch die Diagnose auch sagen konnten, sind recht junge Eltern, die dann auch fragten nach einem Wiederholungsrisiko. Die fragten dann natürlich, wenn jetzt wir wieder ein Kind haben wollen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses gleiche Leid nochmal auf uns zukommt? Dazu muss man wissen, dass diese Erkrankung nach dem sogenannten autosomal rezessiven Erbgang vererbt wird. Wir haben ja von allen Chromosomen zwei Stück. Eins kommt immer vom Vater, eins kommt von der Mutter. Wir tragen alle in irgendwelchen Genen irgendwelche Veränderungen. Normalerweise spielt es keine so große Rolle, weil die zweite Kopie den Ausgleich schafft, in der Regel, es gibt Ausnahmen. Wenn jetzt aber beide Kopien ein und desselben Gens defekt sind, dann kommt es zum kompletten Funktionsverlust und dann kann sich eine Krankheit entwickeln, die dann eben diesen sogenannten autosomal rezessiven Erbgang folgt. Und wir sehen hier, der Vater ist Mutationsträger, das heißt, ein Chromosom ist normal, ein Chromosom trägt das veränderte Gen,
Bei der Mutter ist es genauso, auch wieder ein Chromosom ist normal, ein Chromosom trägt das veränderte Gen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die beiden veränderten Chromosomen dann treffen? Denn dann bricht die Krankheit aus. Das sehen wir hier. Da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten. Entweder der Vater überträgt das Gesunde und die Mutter überträgt das Defekte. Oder der Vater überträgt das Defekte und die Mutter überträgt das Gesunde. Das heißt, in 2 von 4 Fällen haben wir einen Mutationsträger, also ein gesundes Chromosom und einen Mutationsträger, genau wie die Eltern. Aber dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass der Vater das Gesunde überträgt und die Mutter auch das Gesunde überträgt. Damit haben wir dann ein Kind mit 2 gesunden Chromosomen, ist kein Mutationsträger. Die Krankheit ist für dieses Kind erledigt. Aber dann gibt es auch noch den Fall, in dem der Vater das defekte Chromosom überträgt und die Mutter auch ihr defektes Chromosom. Und dann passiert eben genau das, was wir bei diesem Kind erlebt haben, dass nämlich beide Genkopien auf beiden Chromosomen defekt sind und dann bricht die Erkrankung aus. Das heißt, 1 von 4 Möglichkeiten, 25% ist das Risiko, dass wenn Vater und Mutter Mutationsträger sind bei einer autosomal rezessiven Erkrankung, dass dann ein krankes Kind entsteht. Wir mussten also der Familie mitteilen, dass ihr Wiederholungsrisiko für ein weiteres krankes Kind 25% ist. Was gibt es dann für Möglichkeiten für die Familie? Entweder sie verzichtet auf gemeinsame Kinder, das kann man mal so stehen lassen, oder sie trägt das Risiko, diese 25%, dass nochmal so ein Leid, dass sie nochmal ein Kind im Prinzip ersticken sehen müssen. Oder als drittes, was schon seit einer ganzen Weile geht, wir können eine sogenannte Pränataldiagnostik anbieten. Das will ich nur ganz kurz zeigen. Das kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch. Dafür ist es, die Pränataldiagnostik ermöglicht es, ein Kind vor der Geburt zu untersuchen, ob eine Erkrankung vorliegt. Dafür brauchen wir Material vom Kind und das wird im Moment so gemacht, dass man entweder in einer relativ frühen Schwangerschaftswoche, 11., 12. Schwangerschaftswoche, punktiert hier unter Ultraschallkontrolle, und zwar die Plazenta punktiert. Die Plazenta hat immer einen mütterlichen und einen kindlichen Anteil. Man punktiert den kindlichen Anteil der Plazenta und gewinnt dadurch lebendige Plazentazellen. Die nimmt man dann in eine Kulturflasche auf und kann daraus DNA vom Kind isolieren und kann eine Genanalyse machen und feststellen, ob das Kind die Erkrankung trägt oder nicht. Der Befund geht relativ schnell, dauert etwa eine Woche. Das heißt, in der 13. Schwangerschaftswoche hat man den Befund. Das Risiko dabei ist, dass durch dieses Punktieren, durch die Bauchdecke, durch eingriffsbedingt es zu einer Fehlgeburt kommt. Wir wissen nicht genau, warum. Aber wir wissen, wenn wir uns die Zahlen angucken, dass dieses Abortrisiko bei etwa 0,5 bis 1% liegt. Es gibt dann zweitens die Fruchtwasseruntersuchung, die ist sehr viel bekannter eigentlich, wird in einer späteren Schwangerschaftswoche durchgeführt, 16. bis 20. Schwangerschaftswoche. Man punktiert auch wieder mit Ultraschallkontrolle die Fruchthöhle, in der das Kind schwimmt. In dieser Fruchthöhle sind auch abgeschilferte Hautzellen vom Kind vorhanden. Wenn man dieses Fruchtwasser punktiert, hat man also auch abgeschilferte, abgestorbene Hautzellen vom Kind mit in der Spritze. Danach muss man diese Zellen in Kultur nehmen, aufpäppeln, was ein bisschen dauert. Und dann kann man die genauso wie bei der Chorionzotten-Biopsie für die Diagnostik, also für die Genanalyse benutzen. Auch hier, was hier eben dazu kommt, ist, dass es erstens
schon in einer relativ späten Schwangerschaftswoche durchgeführt wird, 16. bis 20. Schwangerschaftswoche, dann braucht der Befund etwa 2, fast vielleicht sogar 3 Wochen, weil die Zellen ja aufgepäppelt werden müssen. Das heißt, die Frau ist dann in der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche. Das Abortrisiko, also das Risiko, dass eine Fehlgeburt daraus entsteht, ist ähnlich wie bei der Cohen-Sutton-Biopsie 0,5 bis 1%. Was passiert dann bei der Diagnostik? Wir haben 25% Chance, dass es ein völlig gesundes Kind gibt und keine Anlageträgerschaft. Dann ist alles gut. Wir haben 50% Wahrscheinlichkeit, dass es ein völlig gesundes Kind gibt mit einer Anlageträgerschaft. Dann ist auch alles gut. Denn die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft einen Partner zu finden, der auch Anlageträger ist, ist sehr, sehr gering. Aber dann haben wir 25%, dass das Kind betroffen ist, dass es also diesen Gendefekt auch trägt und damit die Erkrankung. Unsere im Moment einzige Möglichkeit, dann darauf zu reagieren, ist, die Eltern zu beraten. In vielen Fällen entscheiden sich die Eltern dann für einen Schwangerschaftsabbruch. Deswegen habe ich auch gesagt, Cohen-Sutton-Biopsie, da hat man den Befund 13., 14. Schwangerschaftswoche. Bei der Fruchtwasseruntersuchung 18. bis 22. Schwangerschaftswoche ist natürlich schon ein Unterschied von der Zeit her. Ein Schwangerschaftsabbruch ist immer eine riesengroße Belastung für eine Frau. Ja? Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund, denn unsere nächste Möglichkeit für diese Familie, das möchte ich auch noch ein bisschen näher erläutern, denn es ist nicht nur im Ausland möglich und aktuell, sondern wird inzwischen auch in Deutschland möglich werden, sagen wir es mal so vorsichtig, die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, die Sie meinen. Was machen wir da? Was passiert dabei? Die Frau wird hormonell überstimuliert. Dadurch kommt es zum Sprung von mehreren Eizellen gleichzeitig. Die werden laparoskopisch entnommen und in einer Petrischale mit dem Spermium des Mannes befruchtet. Es kommt eben zu einer In-vitro-Fertilisation, zu einer Befruchtung im Reagenzglas. Von diesem sich entwickelnden Embryo können einzelne Zellen, 1 bis 2 bis 3 Zellen, entnommen werden. In der Regel aus dem Teil, der dann später die Plazenta wird. Diese Einzelzellen können dann aus diesen Einzelzellen kann das genetische Material dann isoliert werden von dem Embryo, der hier in der Petrischale vorliegt, und das genetische Material kann untersucht werden. Wenn dann, gibt es 2 Möglichkeiten. Einerseits gesund, heißt also gesund und kein Anlageträger, oder gesund und Anlageträger. In dem Fall wird der entsprechende Embryo dann implantiert, zurück in die Frau, und es kommt hoffentlich zur Entstehung einer Schwangerschaft. Im zweiten Fall, wenn das Erbgut mutiert ist, wenn also die Embryos, die Mutation tragen, werden nicht implantiert. Sie fragten nach dem Ausland. Im Ausland wird es schon länger gemacht. In Schottland, wo ich eben lange war, gibt es die Präimplantationsdiagnostik schon seit etwa 5 Jahren. In Deutschland war sie bisher verboten. Am 01.02.2014 ist die Verordnung zur Präimplantationsdiagnostik in Kraft getreten. Die besagt, dass die Präimplantationsdiagnostik nur in extra dafür zugelassenen und qualifizierten Zentren gemacht werden darf. Die besagt auch, dass die Präimplantationsdiagnostik nur möglich ist nach einer Beurteilung durch eine Ethikkommission. Diese Beurteilung betrifft dann auch wirklich jeden einzelnen Fall. Und die wichtigen Kriterien dabei für die Beurteilung durch die Ethikkommission sind eben erhöhtes Risiko auf eine schwerwiegende Erkrankung. Das heißt, die spinale Muskelatrophie, die ich Ihnen vorgestellt habe, gehört sicherlich zu den sehr schwerwiegenden Erkrankungen.
Erkrankung. 25-prozentiges Risiko ist auch ein deutlich erhöhtes Risiko. Das heißt, das wäre eigentlich eine klassische Indikation für eine Präimplantationsdiagnostik. Die Schwierigkeiten für die Familien im Moment in Deutschland sind, dass die Zulassung dieser Zentren sehr ein großer Verwaltungsaufwand sind. Wir haben hier in Mainz einen Antrag gestellt und eigentlich haben wir auch gute Unterstützung aus dem Ministerium. Da sind aber tausende von Verwaltungsdingen, die sich mir nicht hundertprozentig erschließen, noch vorher nötig, damit ein Zentrum dann etabliert werden kann. Das ist natürlich für Frauen besonders schwierig, die schon etwas älter sind, weil die Chancen nach einer künstlichen Befruchtung auch wirklich schwanger zu werden, mit dem Alter sinken und auch in diesem Fall die Gefahr für Chromosomenfehlbildung, das wissen Sie ja alle, dass die mit dem Alter der Frau steigt. Das heißt, wir müssen uns nicht nur um den molekularen genetischen Befund kümmern, sondern auch um den Chromosomenbefund. Das heißt, für etliche unserer Familien drängt die Zeit. Das Zweite, was auch eine große Schwierigkeit für die Familien ist, ist, dass die Kostenfrage nicht geklärt ist. Im Moment sollen die Kosten voll den Familien aufoktroyiert werden. Das ist natürlich eine sehr zweifelhafte Entscheidung, denn wie Sie sich vorstellen können, diese Familien, die eben solche Kinder haben oder hatten, haben schon eine große Bürde zu tragen in der Pflege dieser Kinder und nicht nur eben psychisch und emotional, sondern auch finanziell. Sie noch eine Frage? Gute Frage. Die Kosten setzen sich zusammen aus der Diagnostik, der humangenetischen Diagnostik, den Kosten für die künstliche Befruchtung und den Kosten für die Vorstellung bei der Ethikkommission. Wir liegen dabei sicherlich zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Das ist noch sehr in Diskussion, wie teuer jetzt eine Vorstellung von so einem Fall bei einer Ethikkommission sein darf. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Versuche man mit der Reimplantation braucht, um dann auch tatsächlich eine Schwangerschaft zu bekommen. Okay, dies sind sozusagen unsere klassischen Humangenetikfälle erstmal. Was ich jetzt möchte, ist, Ihnen ein weiteres Krankheitsbild vorzustellen, das uns besonders interessiert, weil, wie Sie sich sicher vorstellen können, ist, wenn Sie jetzt von diesen kranken Kindern gehört haben, der Handlungsspielraum ist sehr, sehr gering. Also wie gesagt, wir können die Familien dann aufklären, was ihr Wiederholungsrisiko ist. Wir können eine Pränataldiagnostik anbieten mit einem möglichen Schwangerschaftsabbruch. Das sind alles Handlungen und Möglichkeiten, die prinzipiell gut sind, dass wir sie haben. Aber wo wir ja eigentlich hinwollen, ist eine Therapie und eine Behandlung von diesen Erkrankungen. Und da ist eben auch gerade dadurch, dass wir inzwischen viel wissen über die Gene, die die Krankheiten verursachen, haben sich sehr viele Chancen aufgetan in den letzten Jahren. Und da möchte ich Ihnen eben insbesondere ein Krankheitsbild vorstellen, das er unter anderem hatte. Woody Guthrie kennen vielleicht einige von Ihnen, ist einer der bekanntesten Songwriter in der amerikanischen Folkmusik. Der berühmteste Song ist This Land Is Your Land und dafür würde ich Ihnen gerne mal einen anderen seiner Songs vorspielen, der nämlich dieses Krankheitsbild sehr gut beschreibt. Woody's just drunk again, but I haven't had a drink since I told my old man.
Okay, so, das ist an sich die Stimme von Patienten mit einer Erkrankung, die wir als Chorea-Huntington bezeichnen. Ich habe hier den Text mitgebracht. Es tut mir leid, dass es nicht gleichzeitig geklappt hat. Das ist einfach ein technisches Problem gewesen. Ich habe aber auch hier versucht, die wichtigsten Absätze rot zu markieren, denn Chorea in my head, diese choreatischen Bewegungen, ist eine Bewegungsstörung, die unwillkürlich und nicht beherrschbar ist. I fall down instead, so ich fall eigentlich immer hin. Patienten stolpern, fallen hin, typisches Zeichen. Auch das hier ist leider etwas, was sehr typisch ist. He's just drunk again. Also diese Krankheit wird ganz oft mit Alkoholismus verwechselt. Vor allem früher, als man die Diagnose noch nicht stellen konnte, was dann auch zu einer massiven Ausgrenzung von Patienten geführt hat.
hat. Felt funny, moving all the time, also fühlt sich, als könnte er seine Bewegung eben nicht kontrollieren. My head didn't feel like mine, der Kopf fühlt sich komisch an. Coria took my mother, so it's been waiting on me. Es ist eine Erbkrankheit, es zieht sich durch die Familien. Die Patienten sehen ihre Eltern darunter leiden und daran versterben und wissen, sie haben ein Risiko mit dem neuen Gentest. Kann man das sogar bestimmen, dieses Risiko, das dann eben bei 0 oder 100 liegt. But when you're dizzy, you go round in circles. Eben diese unkontrollierte Bewegung ist etwas sehr Typisches. George Huntington hat es als erstes beschrieben. Er hat ihm Namen gegeben und trotzdem ist es immer weiter dasselbe. Es gibt keine Behandlung. Hier auch, but my brain no longer works that way. Wir wissen inzwischen, dass es auch mit einer starken Demenz einhergeht, dass es auch schon im frühen Stadium kognitive Einschränkungen gibt, die die Patienten und die Familien gleichermaßen belastet. If you can't remember how I died, remember how I lived. Es ist eine tödliche Erkrankung, die Patienten versterben daran. Und I'm gonna play this thing till they find a cure. Es ist diese Frage, eine Therapie zu entwickeln, um dieser Krankheit Herr zu werden. Und dies hier ist die Familie von Woody Guthrie. Das hier ist er. Wie gesagt, die Rechtecke sind die Männer, die Kreise sind die Frauen. Er hat es von seiner Mutter ererbt, wie er ja das in diesem Lied auch beschrieben hat. Und er hat es an zwei seiner Töchter weitergegeben. Zusammenfassend, also die Coria Huntington ist eine neurodegenerative Erkrankung, die tödlich verläuft und die Neuronen zerstört, insbesondere in Gehirnzentren, die Bewegung steuern, die für kognitive Prozesse, den Intellekt wichtig sind und auch für die Emotionskontrolle. Es ist eine Erbkrankheit, die Krankheit verläuft progressiv über ungefähr 10 bis 25 Jahre, je nachdem. Es gibt unterschiedliche Schweregrade. Die Patienten werden dann bald von der Sorge anderer abhängig, können sich nicht mehr frei bewegen. Autofahren ist als erstes schwierig. Die Krankheit bricht in der Regel im mittleren Lebensalter aus, also zwischen 30 und 50. Und es gibt keine Behandlungsmöglichkeit. Wenn man sich hier mal den Krankheitsverlauf ein bisschen anguckt, die Lebensqualität, die in der präsymptomatischen Phase noch ganz normal ist, dann so etwa 10 bis 15 Jahre bevor diese typischen motorischen Symptome auftreten, gibt es Wesensveränderungen und eine kognitive Beeinträchtigung der Patienten. Da geht die Lebensqualität bereits signifikant runter. Die Lebensqualität der Patienten, aber auch der Familienangehörigen. Das ist eben ein typischer Stammbaum. Die Erkrankung zieht sich durch alle Generationen, weil diese Erkrankung eben nicht autosomal rezessiv vererbt wird, sondern autosomal dominant. Es reicht, wenn ein Allel der beiden Huntington-Gene, eine Genkopie davon, mutiert ist, damit sich die Krankheit manifestiert. Das bedeutet, ein Patient, der betroffen von der Krankheit ist, hat ein 50-50 Risiko bei jedem Kind, das erzeugt oder das entsteht. 1872 wurde die erstmals beschrieben durch George Huntington. Der hat schon gesehen, dass es erblich ist, dass es psychiatrische Auffälligkeiten und Suizidneigung mit dieser Krankheit in Verbindung gebracht werden und dass es die schwere Symptomatik eigentlich vor allem im Erwachsenenalter auftritt. Die Diagnose war also Anfang des 20. Jahrhunderts sehr, sehr schwierig. Verwechslungen oft mit Alkoholismus, Ausgrenzung von Patienten, Totschweigen in den Familien und oft ist die Krankheit erst plötzlich ausgebrochen, wenn im Grunde schon Kinder entstanden sind, also wenn das Risiko schon weitergegeben worden ist. 1993 wurde der Gendefekt identifiziert. Das ist eine sehr interessante Mutation. Man hat nämlich gesehen, dass im Anfangsteil von dem sogenannten Huntington-Gen es so eine Repeats gibt, also so eine sich wiederholende Basenfolge von CAG. Und bei den Huntington-Patienten ist diese Repeat-Folge verlängert. Das führt dann dazu, dass, wie gesagt, wenn man die Repeats abzählt,
Alles, was unter 35 ist, ist normal und gesund. Zwischen 35 und 39 ist so ein Graubereich. Da wissen wir es nicht genau. Ab 40, 39, 40 ist es ein Zeichen für die Erkrankung. Und die Erkrankung bricht mit einer 100-prozentigen Penetranz dann auch aus. Wenn man sich die Pathologie anguckt, die Pathogenese von dieser Erkrankung, diese mutierte Huntington-Gen wird übersetzt in ein Protein, in ein Eiweiß, das dann ein verlängert CAG ist, der Code für Glutamin, in ein verlängertes Polyglutamin übersetzt wird. Das ist ziemlich unlöslich, das Protein. Im Laufe des Lebens sammelt sich dieses mutierte Protein in der Zelle an, es aggregiert und diese Aggregate in der Zelle zerstören die Zelle in irgendeiner Form, das wissen wir noch nicht genau. So sieht es dann aus, das ist eine Nervenzelle hier mit diesen Ausläufern und da ist das Aggregat in dieser Zelle. Nach der Identifizierung des Gendefekts wurde es erstmals möglich, die Diagnose klar bei Patienten zu stellen. Außerdem konnte man eine Familienberatung anbieten und eine Identifikation von den Personen, die ein Risiko haben. Und man konnte auch eine prädiktive Diagnostik anbieten. Das können wir heute auch. Eine prädiktive Diagnostik ist im Grunde genommen eine Diagnostik auf eine mehr oder weniger schwere Erkrankung bei einem gesunden Menschen. Das heißt, einen Menschen in dem präsymptomatischen Stadium zu untersuchen und dann vorherzusagen, okay, du wirst die Erkrankung bekommen oder du wirst die Erkrankung nicht bekommen. Der letztere Fall ist natürlich eine Erleichterung, der erstere Fall ist eine Katastrophe. Und hier ganz nach Woody Guthrie, I'm gonna play this thing till they find a cure, sind wir damit beschäftigt, zu versuchen, für diese Erkrankung eine Therapie zu entwickeln. Dafür haben wir uns in zwei Schritten zunächst mal diese Phase hier der Erkrankung angeguckt, wo es die Wesensveränderungen gibt und vor allem auch die kognitiven Beeinträchtigungen. Da haben wir uns eine Maus angeguckt oder gucken uns eine Maus an, denn man kann natürlich mit Patienten nicht beliebig Experimente machen, man kann Blut abnehmen, vielleicht auch noch Fibroblasten generieren, aber mit Hirngewebe kann man da nichts gewinnen. Das heißt, man braucht ein Tiermodell, wir haben ein Tiermodell, wir wissen von dem Tiermodell, dass es der Krankheit relativ ähnlich ist, dass es Protein aggregiert, dass es spezifische kognitive Ausfälle gibt und dass es auch motorische Schwierigkeiten gibt in dieser Maus. Was wir dann gemacht haben, nur mal kurz zur Erläuterung, wie untersucht man eine Maus auf Intelligenz? Wie untersucht man, dass eine Maus irgendwie eine Intelligenzleistung bringen kann oder auch nicht? Mäuse sind als Nagetiere sehr, sehr neugierig. Das heißt, alle Objekte, die man ihnen so gibt, werden beschnüffelt und angeguckt, betastet. Und das macht man sich zunutze in einem sogenannten Novel Object Recognition Test. Man packt die Mäuse im Grunde genommen in eine Box, wo zwei gleiche Objekte drin sind. Die Maus kann sich die Objekte angucken, beschnüffeln, ansehen. Dann nimmt man die Maus wieder raus, wechselt ein Objekt in ein neues, belässt das alte, packt die Maus wieder zurück in die Box und guckt dann, stoppt, wie lange die Maus sich mit dem neuen Objekt befasst. Denn das sagt uns, dass sie sich gemerkt hat, dass dieses Objekt hier schon bekannt ist und damit uninteressant. Wir haben das also auch gemacht bei Huntington-Mäusen und haben diesmal also dann das Langzeitgedächtnis angeguckt. Wir haben also diese Maus hier gehabt, also diese Box hier gehabt mit den beiden gleichen Objekten, haben die Maus für 10 Minuten reingesetzt, haben sie wieder rausgenommen, haben sie über Nacht schlafen lassen, 24 Stunden später haben wir die Maus dann nochmal reingesetzt, nochmal in die gleiche Umgebung, dass nochmal diese Objekte angeguckt werden konnten, wieder 10 Minuten wieder rausgenommen, 24 Stunden später wurde dann die Testphase durchgeführt, da haben wir dann eins der Objekte in ein anderes ausgetauscht und haben eben gemessen, wie viel Zeit die Maus dann mit diesem Objekt hier verbringt. Wenn man das mit diesen 24 Stunden macht, dann testet man nicht das Kurzzeitgedächtnis, ist ja logisch, sondern eben das Langzeitgedächtnis.
Und wir haben dann gesehen, dass wenn die Mäuse mit einem Monat, das hier sind die normalen Mäuse, das sind die Huntington-Mäuse, die können das. Also die gucken sich signifikant mehr und länger dieses neue Objekt an. Mit 2 Monaten können das noch die normalen Mäuse, die Kontrollmäuse, aber die Huntington-Mäuse können das überhaupt nicht mehr. Das ist halt schon ein sehr spezifischer Defekt. Wir haben dann uns angeguckt, okay, was kann man da jetzt machen, wenn man das Gehirn ein bisschen versteht? Dann weiß man zum Beispiel, dass das Gehirn oder die Gehirnzellen, die haben eine stimulierende Achse und eine inhibierende, eine unterdrückende Achse. Und das Ganze ist im Gleichgewicht. Wenn es nicht so wäre, wären wir immer total aufgeregt oder immer total sediert. Das wäre nichts, also braucht man das Gleichgewicht. Für dieses Gleichgewicht, für diese reduzierende, diese hemmende Achse braucht man GABA-Rezeptoren. Man weiß, dass die aus verschiedenen Untereinheiten besteht, brauchen Sie jetzt alles nicht, will ich Sie jetzt gar nicht mit langweilen. Und man weiß aber auch, dass eine dieser bestimmten Untereinheiten der GABA-Rezeptoren, die Alpha 5, ist völlig wurscht, aber das ist halt die Alpha-5-Untereinheit, besonders in den Zentren vorhanden ist, die mit Lernen und Gedächtnis in Verbindung gebracht werden und die für Lernen und Gedächtnis wichtig sind. Und was man dann machen kann, ist, wenn man die hemmende Achse hemmt, dann wird die stimulierende Achse stärker. Das heißt, man kann das Gleichgewicht aus diesem hier ein bisschen nach oben drücken, was bei kognitiven Defekten manchmal einen Erfolg bringt. Wir haben das dann gemacht. Wir hatten so ein Medikament, das diese Alpha-5-Untereinheit da hemmt. Hier ist erstmal das Bild, wie Sie es vorhin gesehen haben. Keine Injektion, dann als Kontrolle sowas Pseudo-Injektion. Man nennt es Vehikel, das ist einfach die Kontrolle. Und haben dann dieses Medikament injiziert und wie Sie sehen, konnte man die kognitiven Defekte von diesen Mäusen vollständig wieder aufheben. Wir hoffen also, oder wir sind dabei, mit Roche zu verhandeln, die stellen dieses Medikament her, dass wir eine klinische Studie aufsetzen dürfen mit Patienten mit Chorea Huntington in dieser Phase, wo die kognitiven Defekte so eine große Bürde für die Patienten werden, um dieses Medikament auszuprobieren, um dann eben zumindest in der ersten Phase der Erkrankung eine Erleichterung herzustellen. Wir sind aber natürlich auch auf dem Weg, die gesamte Krankheit anzugucken und die gesamte Krankheit eine Therapie dafür zu entwickeln. Dafür sind ganz viele Punkte wichtig. Erstmal müssen wir verstehen, was die Krankheit eigentlich ist, wieso sie sich entwickelt. Man muss identifizieren, wie man das in der Zelle, da braucht man ein Zielobjekt, wir nennen das Target-Identifizierung, also welches Molekül in der Zelle man medikamentös ansteuern möchte. Man sucht dann nach kleinen Molekülen, die dieses Target auch ansteuern, entwickelt die dann zum Medikament, testet die zuerst im Mausmodell, überträgt die Maustestung dann auf den Menschen, führt klinische Studien durch und hofft auf die Marktzulassung. So weit, so gut. Ich werde Ihnen kurz sagen, wo wir sind und was dahinter steckt. Wenn man sich jetzt dieses mutierte Huntington-Gen vorstellt, damit es in ein Eiweiß übersetzt werden kann, muss es in eine Boten-RNA übersetzt werden und die macht so Loop-Strukturen. Wenn man sich das hier anguckt, die 17, 21, 25 sind die Repeat-Zahlen. Wenn Sie sich erinnern, alles, was unter 35 ist, ist physiologisch und normal. Da sieht man, hier ist so ein kleiner Ast, hier ist ein ganz kleiner, hier wird es ein bisschen größer, hier wird es ein bisschen größer. Wenn man sich aber die pathologischen Repeat-Zahlen 42, 47 anguckt, dann sieht man, dass dieser Ast hier einfach nur immer länger wird. Und es hat folgende Auswirkungen. Wir haben gefunden, dass es einen Eiweißkomplex gibt, der hier an diesen, wir nennen das Hairpin, also an diese Schlaufe bindet. Der führt dazu, dass Proteinproduktion einsetzt und dass damit Huntingtin-Protein produziert wird. Mit 25 Repeats, ganz normaler Vorgang, in jedem von uns vorhanden. Was passiert im pathologischen Fall? Da gibt es halt diesen langen Hairpin hier und wahnsinnig viel Platz für diesen Eiweißkomplex.
Und was man sich gut vorstellen kann, wenn da jetzt hier 5 binden und nicht nur 1, dann wird dieser Prozess verstärkt. Das heißt, es kommt zu einer Überproduktion von Protein und dann auch noch kaputtes, krankmachendes Protein. Das heißt, hier ist ganz viel davon da, im Gegensatz zum Normalzustand. Was jetzt die Idee ist, diesen Proteinkomplex, ich habe ja gesagt, wir brauchen eine Zielstruktur, wir brauchen ein Molekül, das wir angehen wollen. Das ist unser Target. Das wollen wir außer Kraft setzen. Denn wenn wir das hier außer Kraft setzen, das steuert ja die Produktion von krankheitsmachenden Proteinen bei Huntington-Patienten, dann sollte das hier verschwinden und dann sollte die Proteinaggregation schon mal verschwinden, die Verhinderung von Zelltod und eigentlich auch die Krankheit sollte stoppen. Soweit die Theorie. Um das umzusetzen, brauchen wir starke Partner. Wir haben das schon angefangen, als ich noch in Dundee war, in Zusammenarbeit mit einer sehr großen Pharmafirma, die eben die Erfahrung haben in der Entwicklung von Medikamenten. Die suchen diese kleinen Moleküle für uns. Wir machen alles, was mit Biologie zusammenhängt, gucken in Zellsystemen, ob es klappt, gucken in Mäusen, ob es klappt und so weiter. Das ist der Jahresplan sozusagen. Erstes Jahr, Suche nach Molekülen. Zweites Jahr, Validierung, also Verifizierung in Labormodellen, also Zellkulturen. Drittes Jahr, Validierung im Mausmodell. Und dann hoffen wir in 3 bis 5 Jahren in den Startlöchern zu stehen für eine klinische Studie. Wo sind wir? Wir sind da. Wir haben sehr interessante Moleküle, die auch ganz viele Dinge tun, die wir uns eben aufgrund des theoretischen Modells erhoffen. Und wir streben recht zügig jetzt hier dahin, diese Moleküle auch im Mausmodell zu testen. Kostet viel Geld. Diese Pharmafirma unterstützt uns da eben auch sehr intensiv, wobei das auf der Seite von dieser Firma auch besonders teuer ist. Das ist eben leider so in der Medikamentenentwicklung. Das ist ein Riesenaufwand, das ist wirklich nicht einfach und es kostet ganz, ganz viel Geld. Die Pharmaindustrie beteiligt sich in der Regel ja nur an solchen Projekten, wenn man damit auch Geld verdienen kann. Deswegen wurde auch die Chorea Huntington lange nicht richtig angefasst, weil es ist eine seltene Erkrankung. Was soll da eine Pharmafirma Medikamente entwickeln, wenn es dann Patienten 1 in 5.000 gibt? Inzwischen weiß man, dass die Chorea Huntington ein gutes Modellsystem für Alzheimer ist. Alzheimer ist ja sehr, sehr viel häufiger und damit ist auch die Pharmaindustrie zufrieden und interessiert an dieser Erkrankung. Wir können also schon sagen, dass es für unsere Patienten mit diesen seltenen Erkrankungen ein Glücksfall ist, dass es diese Verbindung gibt. Was haben wir also? Wir haben einen Mechanismus entdeckt, der sich gut dazu eignet, mit kleinen Molekülen außer Kraft gesetzt zu werden und mit dem es möglich ist, sein sollte, bei Patienten mit Chorea Huntington die Produktion von krankheitsverursachendem Eiweiß zu stoppen. Wir haben eine Zusammenarbeit und einen großen, starken, dicken Partner. Wir haben, also wenn die Idee funktioniert, in etwa 2 bis 5 Jahren sind wir soweit, eine klinische Studie durchführen zu können. Und wir haben in einem Tiermodell immerhin schon gezeigt, dass ein Hämmer von dieser Alpha-5-GABA-Untereinheit auch eine Hilfe in dem ersten Drittel bis Hälfte der Erkrankung sein kann. Was hoffen wir für die Zukunft? Was wollen wir in der Zukunft? Entwicklung einer kurativen Therapie für diese wirklich schwere Erkrankung. Wir wollen natürlich auch weitere Tests mit diesem Alpha-5-Inhibitor durchführen und den wollen wir auch gerne klinisch testen. Wir haben mittlerweile auch ein Huntington-Behandlungs- und Forschungszentrum in Mainz gegründet. Das ist ein sehr enger Verband zwischen dem Institut für Humangenetik und der Klinik für Neurologie und der Klinik für Psychiatrie. Denn das sind ja die Disziplinen, die die Patienten zumindest symptomatisch im Moment versorgen können und müssen. Und das Ganze geht natürlich nur in Zusammenarbeit mit vielen, vielen Kollegen, die sehr viel Herzblut und Arbeitskraft in dieses Projekt gesteckt haben. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen.
Wunderbar. Ja, liebe Frau Professor Schweige, erstmal vielen Dank für diesen hochinteressanten Vortrag. Meine Damen und Herren, es gab schon während des Vortrags ein paar Fragen. Gibt es weitere Fragen? Ja, gerne. Ja. Wie weit ist denn jetzt die Analyse vom Polkörperchen gediehen? Die wird im klinischen Alltag durchgeführt, ist nicht immer so erfolgreich. Was man wissen muss, ist, dass über eine Polkörperdiagnostik nur das mütterliche Erbgut abgeklärt werden kann, nicht aber das väterliche. Also wenn jetzt vom Vater noch was kommt, kann man es damit nicht abklären. Weswegen eben in vielen Fällen die Präimplantationsdiagnostik, so wie ich sie vorgestellt habe, notwendig ist. Wir schauen mal nach weiteren Fragen. Ich meine, es ist ein beeindruckendes Beispiel gewesen. Ich erinnere mich, glaube, es ist 15 Jahre her, dass das Humangenomprojekt gelaufen ist. Das hat was 2 Milliarden Dollar, glaube ich, gekostet. Craig Venter hat 3 Jahre gebraucht. Was Sie heute mit dieser kleinen Maschine an einem Tag oder 2 Tagen leisten, das ist beeindruckend. Ich sage mal, die Humangenetik lässt uns also den Bauplan des Menschen lesen. Und wir wissen aus der Umsetzung dieses Bauplans in einer Umwelt, wird unser Lebensschicksal in vielen Bereichen geschrieben. Mhm. Und Sie haben uns auch gezeigt, wir können dann Präimplantationsdiagnostik Risiken erkennen und Risiken beschreiben. Das setzt eigentlich die Humangenetik auch unter einen gigantischen, sage ich mal, medico-ethischen Druck. Ja. Also was bedeutet Wissen? Zum Beispiel der Huntington, Sie haben uns das gezeigt, das ist eine Krankheit, wenn ich es weiß, dann weiß ich, dass ich mit 40 Jahren krank werde. Aber ich habe Rudy Guthrie gesehen, 40 Jahre, wahrscheinlich einigermaßen gute Lebensqualität. Und das Problem ist ja extrem kritisch, wie ich dann bei der Präimplantationsdiagnostik zum Beispiel mit solchen Fragen umgehe. Ja. Wie löst sich das auf? Genau, also da gibt es keinen einfachen Lösungsweg, wie Sie sich vorstellen können. In Deutschland ist es so, dass bei der Präimplantationsdiagnostik, das ist das eine, das zweite ist die Pränataldiagnostik, die ja noch einen weit größeren Eingriff eigentlich in menschliches Leben ist. In Deutschland ist eine Pränataldiagnostik für diese, wir nennen das Late-Onset-Erkrankungen, also Erkrankungen, die spät auftreten, nicht möglich. In anderen Ländern wird es unter Umständen anders gesehen. Großbritannien, bestes Beispiel, die machen auch eine Diagnostik für Tumorprädisposition. Das muss man wirklich sehr, sehr kritisch sehen. Ich muss auch ehrlich sagen, es war einer der Gründe, warum ich aus Großbritannien wieder weggegangen bin, weil mir da diese Form der Diagnostik doch ein bisschen zu weit geht. Hier, und da muss man auch ganz klar unterscheiden zwischen Präimplantationsdiagnostik und Präimplantationsscreening. Präimplantationsdiagnostik ist eine Diagnostik mit einem konkreten Verdacht bezogen auf eine Erkrankung, die eben hier in Deutschland jetzt die Ethikkommission dann absegnet. Präimplantationsscreening ist ein Durchsuchen des Genoms ohne einen konkreten Verdacht. Das ist in Deutschland noch jenseits von allem Möglichen, wird aber sogar in Ländern wie Großbritannien nicht praktiziert und ist eigentlich auch da noch weit entfernt von einer klinischen Durchführbarkeit. Denn was wir auch wissen, und das ist, glaube ich, auch eines der großen Themen, die wir in der Humangenetik in Zusammenarbeit mit der Kinderheilkunde haben, das ist die Interpretation von genetischen Befunden. Wir wissen inzwischen sehr, sehr überraschenderweise, dass das Genom unglaublich variabel ist. Wie gesagt, ich habe es schon angedeutet, jeder von uns hat in vielen, nicht nur in einzelnen Gendefekte. Wir sind deswegen ja nicht krank. Das heißt, die Herausforderung für die Zukunft, vor allem eben von der klinischen Seite, ist die Interpretation, ob die eine oder andere genetische Veränderung wirklich mit einer Krankheit zusammenhängt oder ob es einfach nur zufällig in diesem Menschen vorliegt, der zufällig auch noch eine Erkrankung hat. Und das ist so die Herausforderung, die wir heutzutage haben. Man kann ja denken, okay, mit diesen ganzen vielen Genen, wir brauchen gar nicht mehr richtig klinisch nachzudenken. Wir geben einfach die DNA ab und suchen alles ab und dann haben wir die Diagnose. Das ist nicht der Fall. Wir brauchen eigentlich noch viel mehr klinische Erfahrung, als wir das früher brauchten. Nämlich, die kommt dann einfach nur nach der Analyse. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Professor Reiter hat es gemeldet und dann
Herr Wagner. Ja. Die Humangenetik hat ja ein Unangenehmes an sich. Man glaubt, einen Entwicklungs- und Erkenntnisschub gerade halbwegs verdaut zu haben. Da kommt schon wieder der nächste Aspekt. Und um es nicht zu einfach erscheinen zu lassen, meine Frage. Es gibt eine Art Paradigmenwechsel, um es höflich zu sagen, eine neue Vorstellung, was das Intron bedeutet, insbesondere in Nähe zum Exon. Das verunsichert erneut, was die Präzision der Befunde angeht. Wollen Sie zwei, drei Sätze zu dieser neuen Erkenntnis uns mitgeben? Ja, also das ist ein Teil der Gesamtproblematik, da haben Sie völlig recht. Zusätzlich zu dieser Unmenge an Daten, die wir bekommen, kommt noch der Fakt, dass wir über vieles nicht Bescheid wissen. Dazu gehören eben Funktionen von Intronsequenzen. Langsam nähert man sich dem, dass in diesen Intron ein Gen ist aufgebaut aus sogenannten Exons und Introns. Die Exons haben wir uns bisher mal angeguckt und haben immer gedacht, das ist irgendwie der Nabel der Welt jetzt. Die werden zusammengesetzt in ein Boten-RNA und dann in ein Eiweiß übersetzt. Die Introns, die dazwischen liegen, werden in diesem Vorgang rausgeschnitten. Das heißt, man ist davon ausgegangen bisher, dass die verzichtbar sind. Inzwischen wissen wir aber genau, wie der Herr Kollege gesagt hat, dass in diesen Introns sehr, sehr viel wichtige Information verborgen ist, die wir einfach noch nicht kennen. Und das ist sehr, sehr schwierig in der Humangenetik, weil die technische Entwicklung der Diagnostik, also die Sequenzierung von ganzen Genomen, so viel schneller ist als die Erkenntnis auf der biochemischen Seite. Die Zellbiologie und die Biochemie, die hinken hinterher und nur mit, und das fängt man langsam an zu verstehen, dass man eben nur in der Kooperation dieser verschiedenen Disziplinen und nur durch Stärkung der Zellbiologie und der Biochemie zu einer vernünftigen Interpretation kommen kann. Da gibt es dann natürlich irgendwie alle möglichen funktionellen Modelle, wo man versucht, die Krankheit nachzustellen und wo man versucht, dann auch diese Bereiche, die man noch nicht so kennt, auch in ihrer Bedeutung zu interpretieren. Aber das wird noch lange dauern. Ja, vielen Dank für Ihren schönen Vortrag. Ich habe noch eine Frage zum Huntington-Erkrankung. Sie erwähnten es am Rande, dass die Erkrankung immer ausbricht, wenn man das Gen hat. Ich würde mal fragen, ist das wirklich so? Gibt es nicht ganz selten irgendwo doch noch mit neuen Möglichkeiten eine Erkenntnis, dass sie nicht ausbricht? Dann könnte man nachschauen, was vielleicht da anders ist. Ja, gibt es bei der Huntington-Erkrankung nicht, außer der Krankheitseintritt ist variabel und das hängt im Großen und Ganzen von der Länge dieser Repeats ab. Bei den ganz kurzen Repeats ist der Krankheitseintritt mitunter, also wir haben auch schon 70-Jährige gesehen, die gerade mal anfangen mit ihrer Symptomatik. Wenn man vorher an was anderem stirbt, sag mal so lapidar, dann bricht die Krankheit nicht aus. Aber nach unseren Erkenntnissen gibt es bei der Chorea Huntington eben diese 100%ige Penetranz, also des Auftretens der Erkrankung. Sie schilderten die Erkrankungen, die ausgehen von dem Chromosomensatz. Wie ist es denn, der größte Teil der Zelle steuert ja die Frau bei und das gesamte, was Zellinnere, ist ja doch der Chromosomensatz nur der kleinere Teil. Was ist denn das Erkrankungspotenzial, was da in diesen Mikrosomen und all diesen Dingen steckt? Ja, also auch da wissen wir noch bei weitem nicht alles. Mitochondrien zum Beispiel spielen eine ganz große Rolle. Da gibt es auch jede Menge mitochondriale Erkrankungen, die wir hoffen dann, Herr Bartsch und ich, mit Hilfe von den Pädiatern und so weiter auch klinisch zu erkennen und dann eben auch die mitochondrialen Gene zu sequenzieren. Aber Sie haben auch völlig recht, in diesem Zellplasma steckt noch sehr viel mehr Informationen drin, die wir im Moment noch gar nicht wirklich interpretieren können. Das sind also zum Beispiel auch sogenannte epigenetische
Phänomene, die sozusagen die DNA von außen verändern. Auch da stecken wir noch ziemlich weit in den Kinderschuhen. Das ist ja auch eben gerade das, das hat der Professor Zepp ja auch so schön gesagt, die Humangenetik ist eine junge Wissenschaft. Wir sind und müssen uns das immer wieder ganz demütig eingestehen, in vielen Bereichen noch nicht so weit, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir können tun, was wir können und darüber hinaus hoffen, dass der Erkenntnisgewinn mit uns zusammenwächst. Die Plazenta ist ja ein Wegwerforgan. Mhm. Kommen da nicht bei der Diagnostik sehr viel Falsch-Positive raus? Abweichende Zellen, die, und das ist also ein Faktor, und ein weiterer Faktor ist doch, dass die Reimplantation, bis das klappt, muss man ja sehr viele Zellen, nicht ganz so viele wie für die Produktion des Schafs Dolly, aber es sind doch eine ganze Reihe. Und das wird ja doch, es wurde mit 4 Versuchen pro Frau gerechnet, bevor eine richtige, zu Ende getragene Schwangerschaft zustande kommt. Und dann haben Sie eben das Wort Penetranz verwendet und das erste Mal Epigenetik. Penetranz und Expressivität, das sind ja 2 windelweiche Ausdrücke in der Genetik. Und könnten die eventuell durch die Epigenetik etwas mehr erklärt werden? Soll ich von hinten anfangen? Ja. Die letzte Frage, klares Ja. Also die Penetranz, wenn es so deutlich ist wie bei der Chorea Huntington, dann ist die 100%, da gibt es nichts hin und her zu deuten. Aber bei ganz, ganz vielen Erkrankungen ist die Penetranz eben nicht 100%, was uns auch in der Interpretation Schwierigkeiten macht. Wir wissen, dass zum Beispiel verschiedenste Gendefekte von gesunden Eltern übertragen werden können. Die Eltern sind gesund, die Kinder sind trotzdem krank. Was machen wir damit? Und da spielen epigenetische Phänomene ganz sicher eine ganz große Rolle. Auch, was wir noch überhaupt nicht wirklich wissen, ist, warum sich, Sie haben gesagt, Expressivität, klinische Phänotypen so variabel gestalten, ist jetzt bei der Chorea Huntington eigentlich fast weniger der Fall als bei vielen anderen Erkrankungen, die wir so kennen. Mal ist das ganze Spektrum von Symptomen da, mal sind nur einzelne leichte Symptome da. Wir tappen im Dunkeln, im Großen und Ganzen. Es gibt einzelne Berichte, die hier und da bei dem einzelnen Krankheitsbild eine Erklärung bieten, aber im Grunde genommen ist das noch ein Mysterium, das wir erst angehen müssen. Wir sind ja jetzt ziemlich, also wir kommen da schon weiter in der Identifizierung von den Gendefekten, die zu den Erkrankungen selber führen. Da sind wir jetzt. Die weitere Frage danach, warum ist es nicht 100% penetrant, warum ist es so variabel, sind Fragen, die wir alle klären müssen. Dann war, was war noch? Ach so, die Plazenta-Diagnostik. Ja. Das ist ja bei der Chorionzotten-Biopsie ein Thema und es ist auch bei der Präimplantationsdiagnostik ein Thema. Bei der Präimplantationsdiagnostik ist es ja noch ganz besonders nah dran, ne? Die sind Zellen, da sieht man es ja auch, da kommt auch nicht kein mütterliches Gewebe rein, da sieht man auch, wie sich die Plazenta vom Embryo tatsächlich trennt. Es sind mit dem gleichen genetischen Material sind die Zellen versehen. Deswegen ist es überhaupt möglich, eine plazentale Diagnostik durchzuführen. Bei der Chorionzotten-Biopsie ist manchmal das Problem, dass es eine Kontamination mit mütterlichem Gewebe gibt. Das ist eigentlich das größere Problem, weil man es nicht genau erkennen kann, was ist jetzt mütterlicher Anteil, was ist jetzt kindlicher Anteil. Aber da gibt es Methoden, um diese Kontamination zu bestimmen und dann in der Diagnostik mit zu verrechnen. Mhm. Dann war noch die mittlere Frage. Die mittlere Frage betrifft die Erfolgschancen. Richtig. Die rechnen sich ja über einige Schritte zusammen. Ja, genau. Also wir gehen davon aus, wir besprechen es natürlich auch, ich bin keine Reproduktionsmedizinerin, aber unser Kinderwunschexperte spricht immer von, 28-32% Erfolgsaussichten pro Zyklus, also pro Implantation eines Embryos in den weiblichen Organismus. Da kommt man dann schon, wenn man tatsächlich zu einer Schwangerschaft kommen will, 3-4 Zyklen. Manchmal klappt es auch gar nicht.
bei der Präimplantationsdiagnostik werden sehr viele Hormone gegeben, sodass auch wirklich genug, sagen wir jetzt mal, viele Eizellen entstehen, sodass dann am Ende auch eine Ausbeute von Embryos da ist. Denn man darf ja auch nicht vergessen, wenn die ein 25-prozentiges Risiko haben, dann ist ja zumindest mal ein Viertel, theoretisch und rechnerisch, nicht implantierbar letztendlich. Und das 25% ist ja nur ein statistischer Wert. Das heißt, wenn wir Pech haben, dann haben wir die Hälfte von den Embryos, die die Krankheit tragen. Und dann kommt es auch dazu, dass eben nicht dann schon einzelne Embryos, die dann implantiert werden, aber für 3 bis 4 Zyklen sind dann unter Umständen nicht genug Embryos da. Ja, ja. Das ist richtig. Das wollte ich noch sagen. Die Chorea Huntington hat ja noch das sehr Interessante, dass sie so eine ungeheuer geringe Mutationsrate hat. Also in USA sollen, glaube ich, alle Fälle auf 2 oder 3 Einwanderer zurückgehen. Weißt du das? Das ist, ja. Am Ende vor allem auch. Ja. Mikrofon. Entschuldigung, dass ich so leise gewesen war, aber es ist ja so, dass die Zahl der Repeats, diese Zahl der Wiederholungen, sich ganz langsam nur vermehrt über Jahrhunderte. 25, 26, 27, 28, 29, 30, das dauert ja oft 50 Jahre und dann geht es nur einen Schritt weiter. Und merken tut man die Krankheit ja erst, wenn man jetzt zum Beispiel 38, 39, 40 oder 41 Repeats so in der Größenordnung hat. Nicht, da beginnt man das zu merken. Und deswegen kommt man ja gar nicht zu richtigen Neumutationen, weil 50 Jahre davor dann, oder vielleicht auch 100 Jahre davor, aber das wäre der älteste Mensch, den sie dann hätten, der hätte ja auch schon dann 36 und hätte ja auch schon eine Mutation, wenn sie das so wollten. Deswegen sagt man das, es gibt praktisch keine großen Sprünge bei der Krankheit. Die geht ganz, ganz langsam voran. Ja, also das stammt ja nicht von mir. Das ja, sind deswegen, Literaturzahlen. Ja. Das, deswegen ist ja richtig. Deswegen sind die ja auf wenige Personen dann zurückzuführen. Man muss aber eben sehr lange zurückgehen. Man muss dann eben viele 100 Jahre zurückgehen. Ja. Möglicherweise ist hier keiner von uns, der eine Vorläuferveränderung hat, also im ganzen Hörsaal, also der... Es ist gut möglich, dass keiner von uns über 30 hat oder alle nur 25 oder ähnliche Zahlen haben und dass es dann auch noch hunderte von Jahren nicht weitergehen wird mit dieser Erkrankung. Ja. Darf ich etwas fragen zur therapeutischen Strategie bei autosomal dominanten Erkrankungen? Gibt es keine Strategie, das nur das gesunde Allel Proteine bilden zu lassen und das Kranke silenzen, zu unterdrücken? Oder gibt es hier auch? Doch, es gibt Strategien, die besagen, also die, oder in diesen Strategien wird versucht, dass sozusagen das kranke Allel abgeschaltet wird. Das wird versucht durch zum Beispiel, man nennt es RNA-Interference, das heißt, es werden kleine Oligo, also DNA-Moleküle, die nur 20 Basenpaare haben, die an die Sequenz von zum Beispiel jetzt nur dem mutierten Allel passen und dann die Boten-RNA abbauen. Das wird versucht, das ist auch in Mäusen schon recht erfolgreich. Das ganze Problem, also das ist bei allen Therapien, die auf den Einsatz von Oligonukleotiden, also Teilen von DNA beruhen. Man muss die in die Zelle kriegen. Irgendwie müssen die dahin. Bei Tieren kann man einfach injizieren.
Bei Menschen ist es mit dem Einfach-Injizieren schon sehr, sehr viel schwieriger. Man weiß auch, dass sie im menschlichen Organismus deutlich instabiler sind als bei der Maus. Also das und die Nebenwirkungen weiß man im Moment noch nicht. Sie werden sich erinnern an Beispiele von Gentherapie. Das ist ja was ganz Ähnliches, wo es Nebenwirkungen gab, die man nicht erwartet hatte. Also das sind schon, es sind super aufwendige Therapieformen. Und ich persönlich denke, dass die Zukunft für die Therapieentwicklung eher in einem wirklich guten biochemischen Verständnis liegt und in der Entwicklung von kleinen Molekültherapien. Auch schon deshalb, weil der Einsatz von diesen Oligonukleotiden extrem aufwendig ist. Die Produktion ist extrem aufwendig, die Qualitätskontrollen sind extrem aufwendig. Das heißt, die Produktion von diesen Arzneimitteln ist extrem teuer. Das wird die Gesundheitssysteme weltweit überfordern. Nochmal kurz Herr Reiter und dann Herr Vollmer. Der gentherapeutische Ansatz, den Sie für die Chorea Huntington gewählt haben, könnte ja auch für andere Repeat-Krankheiten von Interesse sein, wie der viel häufigeren Myotonendystrophie Cushman-Steinert. Würden Sie es für möglich halten? Ist dies zu weit in die Zukunft gegriffen oder wird es irgendwo heimlich schon bearbeitet? Ich würde mal sagen, letzteres ist der Fall, aber heimlich nicht. ja, genau. Diese Repeat-Erkrankungen haben nach unserem Verständnis alle einen ganz ähnlichen Mechanismus, wenn es darum geht, Eiweiß zu produzieren und haben deswegen auch alle die gleiche Möglichkeit aus unserem Verständnis über dieses Target oder dieses Zielkomplex dann auch behandelt und versorgt zu werden. Der Grund, warum wir uns mit der Chorea Huntington beschäftigen, ist, weil das mein Spezialgebiet ist klinisch. Ich in Schottland unglaublich viele Patienten schon gesehen habe. Wir eine sehr, sehr enge Beziehung zu den Familien auch haben. Und daher kommt eigentlich der emotionale Faktor an Chorea Huntington jetzt vor allem zu arbeiten. Und diese Pharmafirma, die sind ausgezogen tatsächlich, sind von Universität zu Universität gezogen und haben geguckt, welche neuen Zielobjekte man in der Zelle hat und wo das Herz der Wissenschaftler und der Kliniker steht. Die haben sich also an uns orientiert. Das ist der Grund. Aber das ist ganz sicher so, wir werden, sobald wir die Moleküle haben, man muss sich auf eins fokussieren. Man muss erst mal zeigen, dass es wirkt und dann das ausweiten. Aber in unseren biochemischen Untersuchungen kann man das schon sehen, dass auch die Myotonodystrophie da profitieren wird. Mhm. Gut, vielen Dank, Herr Vollert. Sie erwähnten die diagnostische Odyssee Ihrer ersten Patientin, die unter anderem nach Amerika in die USA ging und nicht diagnostiziert wurde. Woran lag das, dass das nicht diagnostiziert wurde? Konnte man oder kann man diese Untersuchung in Amerika nicht machen? Oder lag es einfach daran, dass die Patientin jetzt nicht an die richtige Stelle geleitet wurde? Oder gibt es das nur hier in Mainz, diese Art der Diagnostik? Ich würde Ihnen so gerne antworten, ja, es gibt es nur in Mainz, aber es ist nicht so. man darf nicht vergessen, erstens, diese Form der Diagnostik ist ganz, ganz neu. Dieses Verfahren wurde in den letzten, 2 bis 3, 4 Jahren entwickelt. Zweitens, und das ist schon ein Problem, und das ist hier in Mainz ja anders, die Interaktion zwischen den verschiedenen Fachrichtungen ist an mancherorts relativ schlecht. Und man kann nicht alles können. Also selbst als Kinderarzt kann man nicht alles können, als Humangenetiker kann man nicht alles können, als Neurologe kann man nicht alles können. Und ich sage meinen Studenten immer, wenn ihr nicht weiter wisst, dann überlegt euch zumindest, in welche Disziplin ihr den Patienten weiter schicken könnt, damit er dann vielleicht in einem anderen Fachgebiet gut versorgt wird. Und dann ist es so, dass, wie gesagt, die Diagnostik ist neu, das Krankheitsbild ist kompliziert und komplex. Wir haben jetzt das Kind schon mit 12 gesehen. Das heißt, wir wussten wirklich,
die hat aufgehört zu laufen, die hat aufgehört, auch selbst in den Armen beweglich zu sein. Die Sprache, die Schluckstörungen, das ist natürlich etwas, was Kollegen, die sie vielleicht mit 5, 6 gesehen haben, noch gar nicht so gesehen haben. Und das ist ein wichtiger Faktor bei der Charakterisierung eines Krankheitsbildes und dann auch bei der Interpretation der genetischen Ergebnisse. Das kommt von oben. Dankeschön. Noch einmal zur Molekularbiologie. Wie spezifisch ist denn jetzt nun die Bildung von den Polyribosomen pro Gen? Gibt es da also spezifische Initiationsfaktoren, die Sie dann spezifisch hemmen können? Oder wenn Sie jetzt also da therapeutisch eingreifen mit kleinen Molekülen, hemmen Sie dann generell also die Bildung von Polyribosomen? Also Proteinüberschreibung, also Proteintranslation ist prinzipiell ein sehr genereller Mechanismus. Ja, eben, und auch ja. Die Polyribosomen. Unser Mechanismus betrifft aber nicht die Polyribosomen, also die, die die Arbeit machen, sondern Moleküle, die diese Polyribosomen spezifisch regulieren. Und der Mechanismus, den wir da entdeckt haben, der sitzt am Zytoskelett, also an den Mikrotubuli, und macht nur, das wissen wir inzwischen, verursacht die Proteinproduktion von nur ganz, ganz einzelnen und spezifischen Proteinen. Die Chorioanthes huntingtin gehört dazu, es gibt noch eine Handvoll anderer. Das macht diesen Mechanismus spezifisch. Ja? Und darf ich noch eine technische Frage zur Sequenzierung stellen? Ja. Sind das jetzt also diese neuen Methoden, die also praktisch den Counter ins Nanogebiet verlagern und Änderung von elektrischer Leitfähigkeit messen, wenn also da ein Oligonukleotid durchgezogen wird? Änderung von elektrischer Leitfähigkeit? Nicht wirklich, ne? Nanopore-Sequencing, das ist wieder eine andere Methode, die wird aber bei uns noch genau. nicht Genau, aber die kommt jetzt auch. Mhm. Das, was Sie meinen, ist Nanopore-Sequencing. Ja. Genau. Wird bei uns noch nicht durchgeführt. Das ist auch keine Methode, die schon Diagnostikreife hat. Die ist momentan eher noch in der Grundlagenforschung. Aber Illumina hat die Maschine dann also schon ja. nur in den Markt eingeführt. Ja, von einem Chip machen Sie dann also die entsprechenden Kopien und dann brauchen Sie ein Computerprogramm. Genau. Exakt. So, jetzt sehe ich keine brennenden Fragen mehr, ist möglicherweise noch die Möglichkeit, nachher auch noch zu diskutieren. Das war sehr spannend und ich kann das zugestehen. Wir haben angefangen, haben gesagt, die Kinderheilkunde und die Humangenetik, insbesondere die klinische Humangenetik, stehen ganz eng beieinander. Und ich kann sagen, mein hochverehrter Vorgänger hier im Amt, Herr Spranger, ist ja einer der großen und ist es heute noch Syndromologen. Also die Generation, die Veränderungen in der Entwicklung eines Menschen gesehen haben, sie beschrieben haben und als Syndrom, als nicht erklärbare Veränderungen in der Entwicklung dann dargestellt haben. Und insofern kann ich bestätigen, dass es ganz, ganz viele Familien gibt und dass es in der Tat, selbst wenn wir die Krankheit nur mit einem Namen oder einem Gen benennen können, für die Familie eine extreme Erleichterung und Entlastung sein kann, denn sie können aufhören zu suchen. Selbst wenn die Antwort ist, dass wir die Krankheit nicht heilen können. Das ist, glaube ich, der erste Schritt da rein gewesen. Jetzt ist die Entwicklung schwindelerregend, kann man sagen, wenn man sieht, wie sich die Technik entwickelt. Und das hat mir gut gefallen, was Sie gesagt haben. Es gehört ein großes Stück Demut dazu, sich nicht von einfach den Möglichkeiten verleiten zu lassen. Das Humangenetik wird unser Leben und das Leben der nächsten Generation bestimmen. Man kann alles messen. Schauspieler lassen sich onkologische Risiken abklären und ergreifen daraus Konsequenzen, die dann ganze Generationen wieder bewegen oder zu was bewegen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gelegentlich zurücktritt und sich Gedanken macht, was kann ich den Menschen damit helfen? Und es gibt Recht auf Wissen und es gibt Recht auf Nichtwissen. Und ich glaube, die Medizin muss sich sehr bemühen, damit sorgfältig und ernsthaft umzugehen. Das wollen wir hoffen, dass es der Humangenetik in der Mitarbeit mit anderen Disziplinen gelingt. Das ist hochinteressant. Es ist wichtig für die Medizin. Es wird uns voranbringen.
Und ich hoffe, dass Sie hier in Mainz noch lange erfolgreich wirken können. Vielen Dank. Und jetzt übergebe ich nochmal an Herrn Jungiger, um das Schlusswort zu sprechen. Okay, am Schluss bleibt immer noch nur der Dank. Und es war aus meiner Sicht ein faszinierender Abend, Faszination Forschung, mit Charme vorgetragen. Und wir haben auch einiges verstanden, würde ich Super. Sagen. Super. Wenn Sie noch nicht genug haben von der Humangenetik, dann kann ich Sie trösten. Im Sommersemester wird Frau Professor Schweiger nochmal bei uns sein über Erbtumoren, also Humangenetik in der Onkologie, was jetzt vielleicht nicht so im Nebensatz nur zur Sprache kam, aber ja ein ganz großes Problem ist und was Sie angedeutet haben, wie sind die genetische Disposition für einen Tumor, welche Konsequenzen sieht man daraus, was macht der Arbeitgeber und so weiter. Das wird also im Sommersemester sein. Wir haben jetzt eine kurze Semesterpause, aber damit es nicht so ganz langweilig für Sie ist, haben wir ein Konzert im Dom organisiert Mitte März für die Hospizstiftung und damit sind wir dann schon auf dem Weg in die Kunst, denn im Sommersemester ab April werden wir 3 Vorträge haben, wo es um die Wahrnehmung in der Kunst geht. Und am ersten Abend wird Professor Hecht von der Psychologie über den Mona Lisa-Effekt sprechen. Also jeder hat die Mona Lisa, denke ich, vor Augen. Bei jedem bewirkt sie etwas anderes und das ist der Mona Lisa-Effekt. Er wird diesen abklären und zusammen mit Professor Luhmann von der Neurophysiologie die Basis für diesen Mona Lisa-Effekt uns darstellen. Das ist ein bisschen was anderes, aber geht auch in diese Richtung. Halten Sie bis dahin die Balance, ist ja ganz wichtig, wie wir heute gesehen haben. Kommen Sie gut nach Hause und ich hoffe, wir sehen uns dann im Sommersemester wieder. Bitte. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Zepp, das war wirklich, hat Spaß gemacht. Das ist gar nicht nötig. Somatische Mutation. Ja. Wir machen natürlich hauptsächlich Keimbeinmutationen, deswegen kenne ich mich ja, wenn somatische Mutation natürlich auch nicht so gut zu geht, so die Nomenklatur. Da können Sie immer eine E-Mail schreiben, ich glaube, und das kann ich dann auch nochmal nachschauen. Also da gibt es ganz klare Nomenklaturregeln, in denen man das eingeben kann. Ja, ich bin schon auch, ja, da kann ich Ihnen auch eine Webseite speziell auch angaben. Ja, genau, bei HGVS haben Sie schon geguckt. Ja. Ja gut, das habe ich Ihnen jetzt empfohlen. Ja. Und wenn es eine häufige somatische Mutation ist, kann es da
glaube, das finde ich aber auch dann. Aber 380 mal 1. Aber Sie können, ich wollte diese Polymorphismen abklären lassen mit diesem Gerät. Geht das denn überhaupt? Kann man das dann machen? Das geht. Also, das, die Frage, die mich interessiert, weil ich habe ja ein Parkinson-Syndrom, das wird mir immer als idiopathisch angeboten, aber jetzt ist die Differentialdiagnose von Dr. Vogt toxisch, weil ich ihm gesagt habe, ich will das für mich geklärt haben. Naja, das müssten wir natürlich an Zentren weitergeben. Oder gibt es Institute, die das schon weiter sind? Sie machen ja Handhinken schwerpunktmäßig. Also wir machen keine Diagnostik von Marken, sondern das ist das, was man macht. Glaube ich, die meisten, also wenn das jetzt Polymorphismen sind, also wenn das Intra, also in den Exonen Polymorphismen, aber die meisten Polymorphismen sind ja nur, was ist das? Die wurden schon gecheckt, schon vor Jahren. Das sind schon bekannte Gene, also SV2 und Exon und so, das kennt man. MTHFR ist ein ganz harmloser. Kommt in SV2? Ja, die untersuchen wir auch. Die heißen deswegen so Polymorphismen, weil die so häufig vorkommen. Also man kann einfach mit dieser Information ganz wenig anfangen, wenn man das hat. Wo wäre denn ein Es gibt es wirklich noch nicht. Parkinson ist noch außerhalb der genetischen Diagnostik. Also das ist, ein Multifaktor. Man kann diese monogenen Erkrankungen gut diagnostizieren, wo ein Gen eine starke Wirkung hat. Ja. Aber diese ganzen Polygene, wo viele kleine Wirkungen sind, das geht noch nicht. Also das ist eine Sache, wo ich denke, da sind alle überfordert. Also das ist einfach zu früh. Ist noch zu früh. Das ist